Und damit willkommen zurück zu Saint Cotard. Wir befinden uns inzwischen auf der Suche nach einem Boot, beziehungsweise haben dieses Boot schon entdeckt, nämlich es wird dieses sein. Nur der Besitzer der Arsen hat dort die Leichen seiner Eltern gelagert, oder zwischengelagert. Und wir müssen jetzt erst den Priester überreden, dass der Arsen diese Verbannung nicht mehr abbekommt von der Kirchenseite aus, damit die Eltern wieder ins Grab können. So, das ist also unsere aktuelle Aufgabe. Wir haben schon festgestellt, dass wir ab sofort auch wieder in die Stadt gehen können. Da schauen wir auch mal wieder rein. Und ich würde vor allem vorschlagen, dass wir mal wieder die Örtlichkeiten absuchen, die wir bisher ja beim ersten Mal schon angesehen haben. Zum Beispiel die Taverne. Ob es da irgendwelche Neuigkeiten gibt. Nee, vielleicht ist dort ein neuer Charakter aufgetaucht. Nein, ist noch nicht. Ich weiß noch, in der Demo saß hier jemand. Ich weiß gar nicht, was der konnte oder nicht konnte. Wir sprechen nochmal mit Davoch. Excuse me. What do you want? Wo kann ich ein Boot bekommen? Where could I get a boat? Are you kidding me? Why? Just walk along the shoreline and pick one up. The town is letting people use them for free to encourage fishing. You can't be serious. The lake is dead. I love it. About the boat. What can I do? The only fool to have one is that old fisherman. Dead fisherman? I haven't seen him for a while. Okay. Diese Aussage bringt uns nicht viel weiter, weil das wissen wir schon. Erst wieder spaßig. Deswegen glaube ich inzwischen, dass das Hackebeil, das wir mitgenommen haben, vielleicht nicht die beste Wahl war, aber nun gut. Reden wir lieber mal mit Ida. Ida ist eine nette Person gewesen beim ersten Aufeinandertreffen. Madam? Hello. Du kanntest Jakov Brenger? You knew Jakov Brenger? Our former priest. I knew who he was, but I never really had a chance to speak to him. Why? I heard he went missing. Many people still go missing, vanishing without trace, as if they never existed. I heard this about Jakov, too. Sorry I couldn't tell you more, but I really don't know anything else. Kennst du jemanden, der mir ein Boot leihen kann? Do you know anyone who could lend me a boat? There's only one man with a boat in this town, and his name is Arsen. Are you completely sure? The lake is huge. There should be more of them. It's Arsen or nothing. What do you need a boat for? I need it to get to Kleck. Beware. Kleck is on the list of forbidden places. You think Victoria is there? Could be. Then I wish you luck. Try talking to Arsen. I think he'll help you. Swimming or going on foot would be suicide. Zumindest meint sie auch, dass Lars eine gute Seele ist. So klang das. Das ist erstmal gut zu hören. Okay, das war Ida. Dann gucken wir mal, können wir zurück zum Haus gehen? Oder sagt er dagegen was? Nein. Dann lasst uns doch nochmal schauen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Können wir hier reingehen? Das wird nochmal wichtig werden, oder? It's locked. I struggle to find a reason to do. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir in geistlichen Spielen. Geistlichen, das ist alles wichtig. Dadurch will er absichtlich nichts kaputt machen. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Rufus aus Deponia, der einfach nur aus Langeweile nichts macht. Was sinnvoll erscheint. So, gibt's hier was Neues? Der Kamin, er ist voller toter Krähen. Ach, hab vergessen nochmal anzuquatschen, sie. The fireplace. It's full of dead crows. I know. I put them there. Why? To get rid of the bodies. Why else? But I am all out of matches. So for now, they just have to lay in the cold. You don't mind, do you? No, not at all.
It's your house. But you're my guest. It's my duty to make your stay comfortable. This woman and her house are beyond salvation. Eine Krähe hat mich draußen angegriffen, die Lampe zerbrochen. Ich habe sie im Wald zurückgelassen. A crow attacked me outside and broke the lamp. I left it in the woods. Oh yes, that is why I never used it. The only time I did, I was attacked too. And you couldn't have warned me? I forgot, I'm sorry. But don't beat yourself up. I don't need the lamp anyway. She said she wanted it back. Okay, wir müssen es zurückgeben. Problem ist nur, es liegt Müll. Es liegt natürlich Müll im Wald, aber das interessiert den Geistlichen nicht so. Okay, es gibt also wenig Neues bei den alten Plätzen, was ganz gut ist. Können wir zurück oder könnten wir so rum zurück in den Wald gehen oder sagt er da schon vorher? Okay, dann reden wir nochmal mit der guten Nachbarin Vera. Sag mal, ist die Geschwindigkeit von ihm ein bisschen angepasst worden? Es gab jetzt einen Patch übrigens. Also ich habe jetzt die ersten 7 Folgen am Release-Tag gespielt und das ist ein Tag später. Achso. Gut. Wir haben natürlich noch das Kreuz. Das Kreuz habe ich noch nirgendwo gebraucht aktuell. Moment, wartet mal. Habe ich da gerade noch irgendwas gesehen auf dem Boden? Oder bin ich da gerade doof gewesen? Nein, bleib mal hier. The Catechism says, after an. Naja. Ach, wenn Engel hassen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das Lied hieß von Zappeto Sally. Fallen sie vom Himmelszelt, wenn Engel hassen. Ja. Passend dazu. Okay, also hier gibt es nichts weiter. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf dem Marktplatz ein bisschen entlang. Und dann führen uns die Wege wirklich Richtung Polizeirevier, abseits dessen, dass wir im Wald auch noch diesen einen Weg mit dem Grafikfehler langlaufen könnten. Was war hier nochmal gewesen? Was ist das Bürgermeisterhaus? Was war das? Svetikotach. So, das hatten wir. Wir gucken nochmal schwarze Bretter übrigens an. Stimmt, das wollte ich nochmal machen, denn wir wissen, kennen jetzt ja ein paar mehr Personen hier. Haven, last seen on the last. So, die habe ich noch nicht zuordnen. Beloved wife and mother. Genau, das ist die Mutter von Souvenirlied. Anyone found? Das ist sinnlos. Beloved priest. Der Priester. Das ist der Priester. Das ist sie. Young Cardia, missing his love since June. Okay, schon interessant, dass wir da. Es sind gar nicht so viele, muss man fairerweise sagen. Aber die Stadt ist auch nicht so groß. Also nee. Warte mal, du wolltest noch hier hingehen. Genau. Von daher relativiert sich das dann wieder einigermaßen. Übrigens, vielen Dank, dass ihr zuschaut. Ich habe ganz gutes Feedback für den ersten Teil bekommen. Das freut mich. Brauchst du noch eine zweite Karte? I don't need it. Kannst du mit der Dame nochmal reden? I'm not a pest. Okay. Ich weiß nicht, ob dieser Ort nochmal wichtig wird. Weil wir haben die Karte ja auch hier bekommen. Wir haben jetzt bisher 3 Möglichkeiten, eine Karte zu bekommen. Es hätten wahrscheinlich auch 2 hier gelangt, fairerweise. Das letzte Mal konnte man auch diese Figuren oben sich ansehen. Das letzte Mal hieß in der Demo. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Kiste. Ich denke mal, es ist ein Anschlagbrett damit gemeint. Eine Schaukel. Eine einsame Schaukel an einem Baum. Na super. A mailbox? Not sure. It looks strange. Das war eine Polizeistation. It's a Schaukel. Its ropes bear some resemblance to hangman's nooses. Makes sense for a town like this. Diese Seile haben, ach so, Ähnlichkeit. Er meint hier unten, wie es gebunden ist. Ja, okay. Also schön, dass sie zumindest an Kinder gedacht haben. So, dann geht's hier irgendwie entlang, links. Wir gucken mal an, wo wir lang laufen können überhaupt. Kannst du ein bisschen schneller dahin laufen? Also ich gehe nach ganz links. It's a long road that follows the river uphill and into the forest. I'm not. Okay, das ist falsch. Wo geht's hier lang? I have no reason to go that way. It's a narrow, shady street that leads. Nee, er läuft immer noch so langsam. Dann haben wir noch einen Weg, der hier an der rechten Seite vorbeiführt. Das wird wahrscheinlich Richtung der Kirche gehen. Svetikata. Da hinten sind wir nämlich schon. Okay.
Dann speichere ich mal, weil ich habe noch ein bisschen Angst, was im Polizeirevier passiert. Falls wir reinkommen, Polizei, man sollte auch das richtig schreiben können. Gehen wir da I'm rein. not going into the police station. I would risk being taken in for questions. Okay. Ja, natürlich klar, wenn er gefunden wird, dann gibt es irgendwie Ärger. Aber wir haben ja dieses Hackebeil und vielleicht ist es doch eine Möglichkeit, wegen dem Cousin so miteinander sprechen kann. Wo bin ich? Ach, ich bin an dem linken Rand, okay. Da ist irgendein Weg, der entlang führt. Da hinten ist ein langer Weg. Okay, jetzt ist zumindest Licht in der Kirche. Das ist schon mal gut. Wo kann man da hingehen? Komm, du kannst ein bisschen schneller laufen. The street is a dead end that leads to the cemetery. I'm not comfortable going in a place like that. Okay, Friedhof. Wo geht's hier lang? I can see the school from here. I'm not going in. It's the district Arson told me to. Okay. Gut, dann lasst uns doch mal. Wo ist denn der Durchgang hier eigentlich? Okay. Eine Büste. In der. Ivan Kotar, born in 1159, died in 1218. Das geht aber vom Alter, oder? 41 plus 18. 59, richtig. Ivan, born in 11. Ist eigentlich doch schon ein ordentliches Alter. So, wir haben mehrere Türen. Können wir uns vielleicht das Ganze nochmal ansehen? Das rote Licht ist etwas seltsam von der Rosette. Der Haupteingang wird bestimmt nicht möglich sein, oder? Doch. Dann gehen wir bitte mal zu dem Eingang zum Seitenschiff. It's locked. It's locked. Na gut, dann gehen wir hier rein. So. Wie ist er denn ausstaffiert, diese Kirche? Ich meine, das ist ja hier katholisch, würde ich sagen, alles. Dafür sieht sie aber relativ einfach, also Buntglasfenster, aber ansonsten wenig Ornamente. Und auch sonst kein Goldschmuck, den ich irgendwo hier sehen kann. Da war das schon edler in diesem Pfarrhaus gewesen. There's a Diesem time and place to Landhaus. talk to him. This is not one of them. Einfach der Boden sieht edel aus, marmoriert, okay. Das gebe ich mit, aber die Wände sind nicht gut. Beistuhl. I have nothing to do in there. I'm sinless. Hier haben wir Sakristei. This door is off limits for you. Off limits, okay. Ein Kreuz. Strange. The sculpture of Jesus is not nailed to the cross, as it should be, but rather just tied up. Wie es sich gehört, ist das gang und gäbe, dass da immer ein Nagel drin sein muss? Reicht es nicht, dass er am Kreuz ist? Okay. Einweise mit der It's an Leichnam. embalmed priest, decapitated. Achso, der His head Kopf. is laying on a golden plate. The Vatican declared him a traitor, an ally of the evil forces. Can you imagine that? Okay, ach so, ah, das ist im Glas. Ah, von der Perspektive her, ich habe gerade nicht gesehen, das ist im Glaskasten. Ich dachte, der Kasten ist irgendwie dahinter. Ah, okay, der ist im Glaskasten. So, Henri. Henri, so war ich wieder Father bei. Henry? Handspiel. Henry Istritor. And you are? Henri Benedict. Istritor. A fellow man of the cloth, certainly. What gave me away? Your aura. And of course, the tiny crosses on your sleeves. You were saying your name? Benedict Dohnányi. Ah, victorious brother. We finally meet. What can I do for your brother Benedict? Okay, das ist relativ gut erkannt. Henry. Du hast meine Schwester getroffen. You met my sister? Did I meet her? Who knows? Do I know of her? Yes, as every person, crow and rat in this town. But how do you know we are relatives? I have infinite power and am highly respected.
When word spreads, it reaches my ears first. I have a theory of what happened here, but I'd like to know more so that I can solidify it. You know much. Maybe you can help me. I'm here for you, brother. Können wir ganz kurz festhalten, dass dieser Kirschenmann gerade gesagt hat, dass ich nun endlich viel Macht habe. Das ist schon eine Sache, wo ich, was ich suspekt finde, wenn ein offizieller Kirchenvertreter so das ansagt, dass er unendlich viel Macht hat und deswegen alles weiß. Ich hätte es okay gefunden, dass er als Kirchenvertreter sowieso die Seele der Gemeinde ist oder irgendwie, dass er so formuliert, aber einfach, ich habe unendlich viel Macht. Was kannst du mir über den Bürgermeister von Svetigotar erzählen? What can you tell me about the mayor of Svetigotar? Ranko Merzo, a lurid creature. Far worse than his father ever was. Corrupt, full of sin, and unscrupulous. Gullible as well. He never saw his death coming, even though he knew he was chased by it. I was called to bless his soul before the funeral. Not going to. The very thought of it sickens me. Moment. Also erstens, okay. Er schien nicht sehr gläubig zu sein, aber ist irgendwie schlimmer als der Vater, was auch schon klingt. Vielleicht war der Vater schon schlimm. Zweitens, er wurde verfolgt, okay. Vielleicht hat das mit Leichtgläubigkeit zu tun irgendwie. Und er will nicht segnen. Hallo, du bist trotzdem hier ein Priester. Ich meine, ist das nicht egal, was dir im normalen Leben hier passiert ist? Denn es wird trotzdem gesegnet, in der Hoffnung, dass du dass du Vergebung bekommst. Auf an anderer Stelle. Ist nicht gerade etwas kontraproduktiv, dass sie sagen, nö, not you. So, wer war denn Rankos Vater? Who was Rankos Vater? Fran Merzel. He and our former priest, Jakob, founded the Marath Asylum. I welcomed the decision, but not anymore. Things changed quickly and the asylum mutated into the same thing it originally tried to uproot. Was soll das sein? And what would that be? Marath became an island of terror and death for the Catholic community, instead of being a shield that protects it. It was founded with the goal to heal the unfaithful ones, and more importantly, to identify, catch, and execute the suborns. Now it's a place where our brothers and sisters go and never return from. Healthy individuals full of faith just vanish. Fran had his share of sins, but he founded Marath with sincere intentions to help the town. Little did he know at the time the evil seeds he had planted. Moment. Also, die war früher besser gedacht gewesen und wir erfahren hier, dass vor allem diese Zabaloths, also diese Mondghule, wie sie genannt werden, identifiziert und exekutiert werden. Okay. Interessant, dass sowas in der Anstalt gemacht wird. Austreiben finde ich schöner oder bekehren oder na, bekehren auch nicht, vielleicht eher heilen oder überzeugen wäre vielleicht auch ganz gut. Nun gut. Und das zweite ist, da gehen also gesunde Menschen hin, kommen nicht wieder. Kleines Dorf wohlgemerkt. So, Ranko wurde vom Tod gejagt. Ranko was chased by death? Nermin, his brother, the worst of the Merzel family. Worst of all men, an incarnation of evil. Deiner Bruder. Although coming from a Catholic family, from the day of his birth, it was clear there was something dreadfully wrong with him. I don't know him well, nobody does. But everyone knows about his deeds. Das ist ja jetzt interessant, das kam noch gar nicht raus. Der Nermin, also der Bruder von ihm und den zwei der Sohn von dem ehemaligen Bürgermeister. Chief Norden said he is a Moonghul. True, he is a Saboran. Some say even the current leader of their cult. He was once incarcerated in the asylum, but managed to escape. No one can find him anymore. I guess there is not enough will. It's not about the will to find Nermin. He's just a tiny shadow in a starless sky. People in this town dread things they cannot see or feel. The unknowable. They fear it because it is everywhere God is not.
dürfen wir da auch gleich mal erwähnen. Sie fürchten das, was sie nicht sehen können, aber hier wird gleichzeitig irgendwas von Glaube und Religion erzählt. Ich meine, da sind die Grenzen ja doch fließend, würde ich mal fast sagen. Du sprichst jetzt von den Mondgulen, richtig, Sabotev? You're talking about the Moongulls now, right? That is just a name for the weak. Call them by their true name, the Saborans. The Saborans are not unknowable. They are an ancient tribe that glorifies death, diseases, and pain. Cannibals who cultivate morbid rituals as part of their religion, Sekvra. Sekvra? I've heard that name before, somewhere. You heard it because there was a book of the same name, the original copy of which was lost in the 15th century. Ja, das alles geschah während der Waliser Hexenprozesse. Yes, it all happened during the Valais witch trials. Dark times fell upon that place because of the book. It vanished with its author, a witch by the name of Jadwiga Mazrak. You can see the Saborans are not a complete mystery. Things we cannot possibly understand are, my brother, the forces and entities this tribe worships. Only madness and death await those who manage to understand. It is what happened to Ivan Kotar, after all. Let's leave this subject. I cannot possibly recount centuries of their history in the reasonable time I have now. Maybe one day you'll be able to read the pamphlet I've written on them. Maybe. Das muss ich aber jetzt gerade mal hinterfragen. Der Sveti Kotar lebte von, also irgendwie um 1200 rum. Diese Waliser Hexenprozesse waren aber, Beginn des 15. Jahrhunderts. Waliser Prozesse von 1428. Hunderte von Opfern gab es danach. Okay. Gut, okay, wir wissen, dass es mehrere Zeitebenen gibt. Das wäre dann also anders einzuordnen. Gerade mit Goldin wahrscheinlich. Erzähl mir mehr über den Leiter der Anstalt. Tell me about the asylum's warden. Hatur. As the head of the asylum, I know he is somehow involved in the conspiracy against the Catholics. I'm the only person in this town who openly criticizes him, the chief, and the mayor. In one way or another, they are all acting against God, and possibly fallen under the influence of the Saborans. What interests you about him? Der Ehemann meiner Schwester ist verschwunden, nachdem er ihn im Landhaus besucht hatte. My sister's husband went missing after visiting him at the lodge. Nikolai. He was kidnapped. But I feel there is more you want to say. Auch das hat wieder gehört. Victoria met with Hatur last night. They talked and I still can't understand what happened to her. So I was right. This sheds new light on the warden and the tribe. Not so much on her. Denkst du, meine Schwester ist dem Stamm beigetreten? You think my sister joined the tribe? I do, although I don't know how. Have you seen any changes in her lately? That is a question for her husband. After our father disappeared, I went into monkhood. Since then, I barely see her. When things start to look bad, some people think it's God's fault. Instead of showing him more love, they turn away from him. They don't realize it is only then, when they decide to forget him, that they start to wither their own souls. Sometimes they don't just wither, but rot. Rot until it is too late to get off the path that leads to hell. Also willst du mir jetzt gerade sagen, dass das schon eine ganze Weile vonstatten gehen könnte, dass der Auslöser wirklich ist, dass der Vater wegging? Wir wissen ja, angeblich haben wir irgendwann mal gehört, dass beide Eltern verschieden seien, was ich noch nicht bestätigt habe, nur dass der Vater weggegangen ist. Der Aufseher trifft sich mit den Saborans. Ein Junge hat es mir erzählt. The warden is meeting with the Saborans. A boy told me. What boy? Anton.
He saw them meeting more than once. Our protege? I knew he had been sneaking out, just couldn't prove it. He saw Hatur taking Nikolai away to a locality called Klek. I've never visited that hill, but everyone knows what that place is. The boy could be right. Oh, oh, haben wir jetzt den Jungen irgendwie Gefahr gebracht, indem er so... Ah, ich wusste, dass er mal rausgeht. Eieiei. Victoria hat sich von Gott abgewandt. Ich kann es in meinem Herzen spüren. Sie hat es getan. Victoria abandoned God. I can feel it in my heart. She did it. The same happens to our aunt. She abandoned God, turned her faith to strange beliefs, and experienced a dreadful death. It doesn't matter what you feel and what I believe. You have to find the whole truth. It is your responsibility. Find your sister and the truth that is hiding with her. Okay. I would risk going to the stake if I had to choose whether she is guilty or not. This town has many possible sources of evil. Ich würde riskieren, im Scheiterhaufen zu landen, wenn ich entscheiden müsste, ob sie schuldig ist oder nicht. Also, ich wiederhole nochmal. Also, wir haben davor schon von Todesstrafen gehört, die sind immer noch aktuell, also mit Scheiterhaufen. Wobei es in Kroatien, laut dem, was ich gefunden hatte, keine Todesstrafe mehr gibt eigentlich. Schon seltsam, dass es auch so hingenommen wird. Ich meine, in der zivilisierten Welt sollte man eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass sowas ist, sondern dann zumindest in die Anstalt oder in ein Gefängnis. Vielleicht hat die Stadt ja auch noch ein Gefängnis, wer weiß. Wo soll ich nachher suchen? Where should I look for her? Begin with Klek. You might find her there with your brother-in-law, hopefully still alive. Ja, geh nach Klek, wo es eigentlich verboten ist, hinzugehen. Schön. Welche andere Quelle hat? Welche anderen Quellen des Bösen? Achso, darauf bezogen. What other sources of evil? Everyone, including those who impose the so-called law. Everyone could be evil, even those who claim to be faithful. Keep your eyes open. Mhm. Wie kommt es, dass in den offiziellen Archiven des Vatikans nicht über Sveti Kotar zu finden ist? How come there's nothing in the Vatican's official archives about Sveti Kotar? Because of Ivan Kotar. This town has an open dispute with the Vatican because of him. First, they sent emissaries to execute him. Then they denied the authorities to name this town in his honor. We did what was right, named him a patron saint. The Vatican is run by a mass of hypocrites. Oh. Benedek? Ich bin mal gespannt, wie du dagegen argumentierst. Wir reden hier über den heiligen Stuhl. Es gibt nichts, was Gott näher ist. It's the holy see we are talking about here. There's nothing see. Closer to God. Nothing closer to God? Just because they said so centuries again? How can they ignore what Kotar did here? Maybe they are now aware of their own mistakes from the past, but have done absolutely nothing to mend them. You cannot question their decisions. It's like questioning the Bible. Brother, let's agree we don't agree and leave it there. We have other things to worry about right now. I've never heard of a priest talking about the church in this way. Unacceptable. But this, along with other things I've learned until now, might be enough information for Father Imre. Naja, also, ich glaube, dir sollte schon klar sein, Benedikt, dass die Kirche viele falsche Entscheidungen in der Geschichte getroffen hat und für durchaus sehr viel Leid verantwortlich ist. Jetzt einfach so wieder blind in der Neuzeit zu vertrauen, ist auch ein bisschen schwierig. Und gerade wenn es so lange her ist und man weiß, dass es dadurch natürlich auch viele persönlichen Gründe gab, weshalb da manche Entscheidungen getroffen wurden. Dass er verärgert ist, ist akzeptabel, aber interessant, dass er ein Kirchenmann ist. Deswegen war ja die Frage auch, ob er wirklich der katholischen Kirche jetzt noch angehört hat, wie das Ganze sich hier ja, abläuft. Was ist mit deinem Streit mit Arsene? What about your dispute with Arsene? Genau. Where did you meet that fool? He's my only chance to get across the lake, and... You need his boat to get to Klek. So why didn't he give it to you? He doesn't need it. He's dying due to that vampire of his. Was?
Okay, Vampir, meint er damit einfach, dass er am Hals, was er hat? Seine Eltern sind in dem Boot. Hast du sie exhumiert? His parents are inside the boat. Did you exhume them? Of course I didn't. I ordered the gravekeeper to do it. Arsene and his family are not welcome here anymore. The man is not evil, merely a fool who let evil do upon him. Mhm. Aber schön, oder so? Natürlich habe ich ihn nicht exhumiert. Das war der Totengräber. So, jetzt, was für ein Vampir? What vampire? Didn't you talk to him? I did. And you didn't notice that hideous dark thing on his neck? No. That fool got himself a parasitic giant worm. A leech he named Hem. Ich dachte mir, dass er einen Kropf hatte, oder wie das heißt. Also so am Hals so eine Wurrung, die immer stärker wird. Ich dachte, dass die ihm irgendwie Schaden zufügt. Dass deswegen als Vampir das genannt wurde, weil es halt am Hals ist. Aber dass er einen Wurm hat, das ist ekelhaft. Aber was ist der Grund dafür, dass du ihn verbannt hast? That's disgusting. But what is the reason you banned him? I'm telling you, it's Hem. That thing was born and found deep inside the Carcassa forest. It's evil. Can't he just get rid of it? Arsene believes Hem was sent to him from God. Can you believe it? Mm-hmm. He gave it a name and looks to it as his own child. Oh Gott, da muss ich nochmal zurückspulen und bei einer alten Aufnahme gucken. Ich dachte wirklich, das ist nur ein Kopf, aber gut. Und was jetzt? Kann ich sonst irgendwo ein Boot bekommen? So what now? Anywhere else I could get a boat? He is your only chance. And it seems like you are his only chance as well, if it's not too late. What do you mean? If he accepts to kill Hem, I promise I will think about reintegrating him and his family into our church again. But I need proof. I need to see Hem dead. Wie soll er das Ding töten, das er als sein eigenes Kind ansieht? How do you expect him to kill the thing he sees as his own child? That is the tricky part. I already tried to persuade him. Now it's your turn. If you succeed, you will get what you want. Ein Fremder in dieser Stadt soll das erledigen. Alles klar. Du denkst nur darüber nach, ihn wieder einzugliedern, oder... Oder wirst du es tun? Ah, der erste grammatikalische Fehler. You will just think about reintegrating him, or you will do it? I'll do it. Immediately after I give you a dead Hem. I promise. A promise. It's a promise. Wir machen erstmal ein Gespräch weiterführen. Ich möchte nämlich noch ein bisschen was fragen. Da war nämlich noch ein Mann, der auf den Namen Jakob Brenger hörte. War er ein ehemaliger Priester dieser Kirche? A man that goes by the name Jakob Prenger. Was he a former priest of this church? He preceded me. Why? I heard he went missing. True. He was the warden of the asylum before Ranko became mayor. Then, one night, he just disappeared. Mhm. Hast du eine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Any ideas what happened to him? He was kidnapped by the Saborans and became their prey, the usual for this town. The new warden got him imprisoned because he knew too much? Or maybe that poor blind lady killed him because he couldn't love her the way she loved him. It's a mystery. Aber ist es nicht interessant, dass irgendwie es typisch ist, dass diese Saborans hier Leute aus der Stadt gefangen oder verschwinden lassen und dabei ist es egal, ob das also nicht so hohe Persönlichkeiten sind oder hohe Persönlichkeiten, also jeder sollte davor Angst haben. Sollte da nicht erst gerade die Obrigkeit noch mehr dagegen tun und aktiv werden? Gerade weil sie nicht so aktiv ist, vom Gefühl her, es hängt da vielleicht was zusammen. Na gut, war ein guter Aufseher. Was he a good warden? Better than Hathor? Yes. Good? No. He was too soft and hesitant. We could have done so much more regarding the war against the Saborans.
machst du mehr? Wenn das so formuliert, würde ich sofort fragen, ob er jetzt mehr gegen diese tut. Mir scheint, du hegst ein Groll gegen ihn. Liege ich falsch? Seems to me you're holding a grudge against him. Am I wrong? We never liked each other. He was sent by the Vatican to take my place here. The Vatican, which for centuries never tried to contact anyone in this town, sends a man to take my seat. Und der Ehre gekränkt. I could do nothing but step down. Yes, I hated him as much as I hate the Vatican. And I'm grateful to whoever made him disappear. Uje, für einen Priester ist es ganz schön hart, was er sagt. Aber er ist ehrlich. Entschuldige mich. Excuse me. Of course. Gut, wir haben jetzt den Hinweis bekommen. Hebe den Bann von Arson auf und hol das Boot. Gut, damit sind wir mit der Folge durch und werde in der nächsten Folge Arson aufsuchen, um mit Ham zu reden und ihm, wie auch immer das funktionieren mag, und werden dann sehen, ob wir vorwärts kommen. Gut, bis dahin, euer Landetor. Tschüss.